Geh weg, Büffel. Ich bin Jesus. Ich mach Huch! Oh, ist mir ausgerutscht. Ach, Alter, ihr könnt doch nicht den Büffel umbringen. Ihr seid voll das schlechte Vorbild. Ich glaube, der ist ertrunken. Wir waren das nicht. So. Okay. Ja. Auf jeden Fall bringt uns das questtechnisch sehr viel weiter auch. Ich würde sagen, wir können mal wieder zurück zu den Raptoren gehen und dann wieder zu diesen komischen Flattermännern. Batman. Ja. Okay, hier, guck mal, da ist die Mutter wieder. Die ist aber optimistisch, dass die sie wieder ans Nest traut. Ich glaube, die hat unseren Twist auf Eis gelegt. Ja, ich glaube schon. Meinst du? Und sich selbst gleich mit... So. So. Ah, da trug mir jemand gepult. Ich guck da gar nicht hin. Drachen spielt das schön und gut. Ich halte euch, ich kann die nicht looten. Hallo? Jetzt kann ich. Herr Juga, was machst du denn da? Der ein bisschen die Zahl der Kühltruppen dezimieren. Das hilft bestimmt viel im MMO. Ja, super, vor allem da ich den auch nicht looten konnte. Ach, da sagt doch, woher der Wind weht. Ach, pass auf mit dem Büffel, die sind ein bisschen. Ach, ich brauch ja auch gar nichts mehr von den Drachen. Ach so, jetzt habe ich noch Tyrannical Dukes Skies gefunden. Das ist vielleicht was für dich. Warte mal, ja, warte mal. Das klingt gut. Wo habe ich denn die Skiffe? Skiffe? Wo ist denn die hin? Ich kann ja mal gucken, ob ich was im Tauschhandel für dich habe. Ich habe noch einen Sattel der Ewigkeit gefunden. Da ist bestimmt Kleber drauf. Hier, Level 12 ist das. Physischer Schaden 213 bis 260. Chance auf kritischen Treffer plus 10. Mein lieber Freund, bleib mal stehen. Ich handel... Da, Transaktion. So, ich habe auch noch ein bisschen was für dich, glaube ich. Du trägst doch schwere Rüstung, oder? Das ist mein Bauch. So, Breath of Pain Metal. Das hört sich auch gut an. Ich habe da nur noch einen Slot frei quasi, glaube ich, oder? Ach, schade, ich habe eine bessere Rüstung, das kann doch gar nicht sein. Ach, schade, ich kann diese Tyrannical Duke's Skies erst an Level 12 benutzen. Ja, aber da hast du sie schon mal, das ist ja, doch gut. Ja, hast du schon mal. So, wir sind übrigens die drei Stooges, was machen wir jetzt eigentlich? Gehen wir mal nach vorne hin, vor die Tore der Stadt? Ich brauch noch drei Hornschnäpfen herzu. Nee, wir müssen doch nochmal diese komischen Stadt ja, die gibt's ja da. Killen, oder? Ja, genau, die gibt's, so. Da, die gibt's doch vor der Stadt. Die gibt's doch vor der Stadt, weißt du? Auf geht's. Ja. Hui. Aua. Öffentliches Event. Ach, da können wir auch eine Quest abgeben. Das ist doch super. Help us. Nicht genug Platz in eurem Rucksack. Ich hab das. Ja, eine kleine Blume. Ich ziehe die ganzen Quests einfach nur ab, weil es sind irgendwie What 5 Quests, die ich jetzt hier abgeben kann. Was? Aber es sind doch gerade die besten. Wieder will kein Mensch wissen, dieses... Oh, danke, dass ihr mir geholfen habt. Jetzt könnt ihr gehen. Level 11! It's up to you now. Und ich hab Schlachtruf erlernt. How can I help? Strength Guide. Kombo-Skills, Stampfbolzen. Kann ich hier noch irgendwas abgeben? Das sieht irgendwie nicht so danach aus. Wo reitet der Jura dann da hinten hin? Ja, ich muss hier im Upper Town noch was abgeben. In Upper Town habe ich nicht mal Quests geholt. Da habe ich auch keine geholt, aber ich hatte eine, die mich hier hinführt. Aha. Hier oben zu 8th Person, der Parson. Ach ja, da muss ich auch hin. Ach. Ich sollte vielleicht mal unten auf die Karte gucken oder generell mal auf die Map. Ja, und ich habe noch eine Quest außerhalb des Städtchens hier abzugeben. Das mache ich auch direkt. Ah, hier ist der Tavernenbesitzer. Und der hat gleich eine Daily Quest, wie es aussieht, einen im Blau. Need something? Daily Quest gibt's hier. Ja, sieht so aus. Ich keine bekommen. Boah, geil, lass mal eine Taverne abhängen. Wie cool das hier drin ist. Gib denn du schon wieder?
Ach, du Alter, bist das draußen beim Tavernenbesitzer, okay. Nee, ich bin drin in der Taverne. Wir was laufen über die Tische Taverne? Und mit dem nackten bist Fuß du schon wieder am Milchbecher im Essen. Was? Alter, wie geil man hier einfach durchs Essen jumpen kann von den Leuten. Wolltest du dieses Steak noch essen? Jetzt nicht mehr. Oh, da liegt ein Besoffener. Ach, cool. Hallo. Hallo, Fremder. Entschuldigung, kennen wir uns? Everyone's on edge. Hier, der dicke Barmann hier. Du liegst hier im Bett. Du musst, also, du musst mal den Begriff. Fünf Quests habt ihr die alle angenommen? Wen? Die fünf Quests? Ich sag einfach hier, ich sag einfach. Sag mal die Tagesquests. Reise, Sicherheit, Eskapaden der Jugend und Ärger mit Drachen. Ich sag einfach ja, lässt er mich bestimmt in Ruhe. Achso, ich brauch die Materialien. Hier lernt man kochen übrigens. Und jetzt mach ich erstmal Hackfleischplatte. Geil! Boah. Und ich mach Hackfleischplatte. Könnt ihr machen, was ihr wollt. So. Ich habe jetzt zweimal Hackfleischplatte gemacht. Salutations. Go with strength. Ah, da bin ich dabei. Aha. Kaum ist Hackfleischplatte, sind die beiden voll ruhig. Der Koch sieht übrigens aus wie im Startgebiet. Ja, das ist. Am besten ist ja dieser komische Koch hier. Ich glaube, der hat noch nie in seinem Leben irgendwas gegessen oder dem schmeckt sein eigenes Essen nicht. Ach, der Dünne da, ne? Der Dürre. What did you need? Hello. Everyone's on edge. Oben ist leider nix. Ich find's übrigens ziemlich cool, dass die Leute hier alles was zu sagen haben. Lots to do and ja, finde ich auch ganz geil. Ich finde es auch liebevoll designt, auch dass man in der Taverne nach oben gehen kann, obwohl da nichts ist, aber man kann es einfach, wo das hier draußen diese Tafeln stehen, wie viel das Essen so kostet und sowas, oder ja, was es so gibt. Das ist echt cool gemacht, muss man dem Spiel lassen. Ja. Also Liebe zum Detail ist auf jeden Fall da. Das stimmt. Hallo, was kann ich für euch tun? Bitte was? Ja, das hat jetzt gerade die eine Frau hier zu hast mir du, hast du jetzt so. Eigentlich Hast du jetzt eigentlich die Tagesquest angenommen, hier, Juga? Ja, alle fünf. Mach ich das auch mal. Gut. Tagesquest, echt? Habe ich nicht angenommen. Oh, sollte ich vielleicht mal machen. Oh, ach, hier oben. Hier oben kann man auch die andere Quest abgeben. Das hat der Juga bestimmt schon gemacht. Make it quick. Ja. Agent Parson. Mitteilung der Fatoya Seilbahnstation. Okay. Ich gehe mal ein bisschen die Map exploiten. Yoga muss immer exploiten, das ist so eine, ey. Gott Waritz, First Day Exploit. Ich hab keine Ahnung, was ich hier gerade mache übrigens. Wollte ich nochmal ganz kurz anmerken. Cool. So. Und jetzt kann ich ins Obergeschoss der Taverne reingucken, aber ich komme noch nicht durch die Wand durch. Aber ich stehe ja schon mal oben rum. Obenrum frei, oder was? Weiß ich muss nicht. Ich glaube, aufs Fenster, da kommt man auch noch rauf. Alter, wer macht denn diese brutalen Geräusche gerade? Der Tobi wird aggro. Ich habe versucht, zum Hulk. Zwei mit meiner Wasserflasche irgendwie zu erreichen, aber ich habe es nicht hingekriegt. Geht die zwei Räume weiter, oder was? Bald das zum mit so einem Lasso, zack, zack. Ja, mit so einem Gummiarm einfach. Tobi, kannst du ich mich seh dich, ja. sehen? Ich, Alter, ich will das gar nicht wissen. Das ist nicht Assassin's Creed, Mann. Ich trinke erstmal einen Schluck. So, ich vermute mal, ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute mal. Es war eigentlich mal gar nicht schwer. Du musst ja nur über dieses Schild, kommst du hier auf dieses Zeug hier oben rauf. Musst halt da in dem richtigen ach, Winkel da springen, dass du hier oben auf diese Balustrade kommst. Ich bin ja lustig, wollte ich auch gerade sagen, Balustrade, das Wort. Da kann ich doch eigentlich auch darüber, oder?
Ah, nee, da muss man natürlich ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen mit Geschick verbunden. Ja, dann ist vorbei. Hatte ich die Kamera dauert in seinem Arsch drin? Aber ich sehe. Ich wette, für Außenstehende sehen wir voll intelligent aus. Ich hab das gerade geschafft. Zuschauer können das beim Nachdenken bestätigen. Aber. Klappt. Scheiße. Ja, egal. Ne. Ich hab's ja einmal wenigstens geschafft. Ich müsste mal meine Waffe reparieren. Wo macht man das? Im Waffenreparaturshop okay. Meistens. Toll, super Antwort, du Arsch. Ne, hier, Schmiede, ne, oder? Ich weiß gar nicht. Ist das überhaupt die Schmiede? Ich habe auch kurioserweise gar keine Namen mehr über den Menschen stehen. Über den NPCs. Ich auch nicht. Ist das wahrscheinlich nicht die Schmiede? Oder? Oh, das ist die Bank. Hier ist irgendwie lauter Säcke drin und. Aber. Ich guck mal auf die Karte vielleicht zur Abwechslung. Bin ich dagegen? Ist doch zu einfach. Alchemiehändler. Es gibt auch einen Lufthafenmeister. Oh, ich guck mal, was mir so die Leute hier erzählen. Entschuldigung, kennen wir uns? Boah, das mit dem Rumspringen macht voll Spaß. Ja, ne? Das ist so eigentlich meine Hauptbeschäftigung in irgendwelchen Online-Rollenspielen, versuchen an unschaffbare Orte zu kommen. Tobi, hier oben, guck mal hier oben auf dem Dach. Hier, guck mal, wo ist er denn? Tobi. Andere Seite, nicht, denn du hast eine falsche Richtung. Hier, guck mal. Ja, hier. Seid ihr denn beide? Hier. Wir machen gerade ernsthafte, wichtige Sachen. Wenn du Straße runterzuschwimmen, kriegst du einen Euro. Ja, kannst du mir die Leiche stecken dann. Ach toll, hier kommt immer die Stadtmauer. Das ist ja nicht so geil. Das ist schön. Immerhin schauen uns doch bestimmt noch ein paar Inferno-Mitarbeiter zu. Die können ja gleich sehen, wo sie hier was fixen müssen. Die schlagen sich eh schon die Hände über den Kopf zusammen. Was geht hier aus? Okay, ich bin tatsächlich runtergesprungen. Wo ist mein Euro? Ich kann dir noch ein bisschen Schmierfett geben. Geil. Spar ich wieder Geltuben. Nein, ich bin nicht runtergefallen. Ich war doch irgendwo die Schmiede jetzt zur Hölle. Ja. Obi. Moment, wo bist du denn? Über dir, komm mal zurück, da wo du eben warst. Hey, der arme Tobi. Jetzt schaut mal hier oben. Ach da, ja, da bist du von der anderen Seite drauf gekommen oder von der Straßenseite? Verrate ich nicht, ich will ja cool sein. Also von der anderen Seite. Hab ich nämlich auch überlegt. Also, so. Ah ja, ach hier, guck mal. Hier ist der Drachenstall. Das. Oh Mist, ich muss niesen. Verdammt. Natürlich sind wir jetzt auch total still, dass man auch ja hört. Nee, ich hab schon unterdrückt gerade, also so ganz leise natürlich. Ich lese hier immer sowas wie Gehegevergewaltiger. Bitte? Bitte was? Bitte? Also wirklich reparieren kann man hier nicht oder muss man das selbst machen? Ist das nicht so wie bei Diablo, einfach auf reparieren? Keine Ahnung. Ah, ich hab das Auktionshaus gefunden. Ach super. Geil! Einer ein Schwert, einer ein Hammer, lalala. Hab ich ein Zweihandschwert? Ich hab ein Einhandschwert. Ne, ja. Könnte ich mit dem Schild machen. Ich würde am liebsten zwei Einhänder verwenden. Das wäre toll. Und hier ist die Bank. Hör auf! Ein Möbel habe ich hergestellt. Ich tue erstmal hier alles in die Bank. Muss ich mich später mit beschäftigen, das mache ich aber nicht jetzt. Zerbrochenes Erzstück ist eh nichts wert. Hackfleischplatte. Aha, hört mal. Habt ihr dieses Gerücht gehört? Es scheint, dass eine Gruppe geheimnisvoller Männer in Schwarz hier in der Gegend unterwegs ist. We are the men in black. Oder? Nee, was? Was? Was denn? Och nee, wie kann man jeden ernsthaften Moment so zerstören? Ach, ernsthafter Moment. Ach so, das ist mir ein bisschen entgangen gerade. Was hat's denn mit den Männern in Schwarz auf sich?
Das weiß ich nicht, die sind halt schwarz. Ach, Rassismus, natürlich. Ja, ja. Kennen wir doch alles hier, so Bioshock und so. Alter, jetzt sehe ich meinen Charakter gar nicht mehr, weil ich ein riesen Schild auf dem Rücken habe. Ich sehe nichts mehr von meinem Charakter. Außer Beine. So, da unten seht ihr den Tobi. Wo machst du denn schon wieder rum? Ich hüpfe jetzt hier einfach so ein bisschen die Dächer lang, bis der Gronkh sich da mal ausgekäst hat.